Weiter geht es mit einer neuen toxischen Folge Dead Space 3. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz giftig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte parasitäre Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr da draußen ein wenig Support da lassen wollt, einfach nur bewerten, kommentieren, gerne kommentieren. Habt ihr mal die Dead Space Bücher gelesen oder die Comics gelesen? Schreibt es in die Kommentare. Ich will mir die unbedingt mal reinziehen. Weil ihr wisst ja, ich bin großer Fan der Dead Space Welt. Für mich eine der besten Sci-Fi-Horror-Stories aller Zeiten. Oh, hey Jungs, könnt ihr hier rein? Anscheinend ja. Bad Boys in the House. Och nein, wieder diese extrem ledrigen Dudes. Boah, Captain Superleder da hinten. Das sind mir die Liebsten. Schön schmierig, saftig und ledrig. So mag ich meine Boys. Klingt total verkehrt, ne? Klingt total verkehrt. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verteufle sie dafür nicht. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft, von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich recht habe mit allem. Gott, da labert aber jemand wieder sehr, sehr viel Grütze, ne? Ressourcensammler online. Ich wurde gerade darüber informiert, dass Sucherbots sich zu Hause im Streit befinden. Nicht, dass es was ändern würde. Wir sind ziemlich weit. Was? Moment, die streiken? Und jetzt? Willst du jetzt irgendeine Gewerkschaft gründen? Oder was soll ich darunter verstehen, mein Freund? Was willst du mir damit sagen, Kumpel? Was haben wir denn hier? Ein optionales Ding? Ja klar, nehmen wir mit. Ja, sicher, ne? Dafür müssen wir hier hin. Und dafür brauche ich eine Stange. Oh, Luxusfahrstuhl. Direkt in die Hölle. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann driven wir mal down. Kabams. Ja, sobald es irgendwie so ein bisschen ledrig ist, ne? Schaut's euch an, was sie dann wegstecken. Die Lederknaben. Oh nein! Ledrig from behind. Der neue Kinoklassiker. Ey, jetzt. Alle wollen an mir rumfummeln. Klar, wieder so ein ledriger. So einer, der Pullsaft ist. Alter, das gibt's doch nicht. Ist jetzt mal gut, Jungs. Uff, die aber auch einfach nicht locker lassen, ne? Die Klausenthaler Lederbuben. Jetzt auch auf ihrem Planeten. Aber die geben gut Loot. Das hat sich ja jetzt schon gelohnt, hier mal reinzugehen. What is this? Irgendwelche Forschung an den Necromorphs? Scan. Habe ich überhaupt die Nebenmission ausgewählt? Doch. Aber anscheinend kombiniert sich das Ganze so ein bisschen. Aha, Fehler. Fehler beim Scannen. Dr. El Serrano Status Update.
Auf den Oberflächen aller Marker finden sich Glyphen. Niemand weiß mit Sicherheit, was sie bedeuten. Doch existieren sie als eigene Sprache, die wir den Schöpfern der Marker zuschreiben. Allerdings haben unsere Ausgrabungsteams nun einen völlig neuen Satz Glyphen auf jenen Bauwerken entdeckt, die wir unter der Eiskruste des Planeten fanden. Ich habe angeordnet, diverse Artefakte zur genaueren Inspektion hierher zu bringen. Wenn es das ist, was ich denke, könnte das alles verändern. Na, es ist ja Technologie. Erbaut von irgendwelchen Aliens, die genau wissen, was sie tun. Verriegelt. Aber da soll ich hin. Aha. Ah, ich verstehe. Das muss da durch. Kann es dann immer wieder so ein Stück weiter oder muss es in einem Ding durchgelotst werden? Es muss in einem Ding durchgelotst werden, alles klar. So. Bitteschön. Und jetzt kann ich das Ding wahrscheinlich da wieder hochschicken. Whams. Und Abflug. Okay, Ellie. Es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke. Bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. Gott, irgendwie, ich weiß nicht, ist das wirklich eine gute Idee? Wir spielen dem Bösen quasi in die Arme. Wir machen die ganze Arbeit und ihr müsst ja nur noch kommen und sagen, hallo, ich übernehme jetzt. Hey Carver, ich bin in der Kaserne des 163. Ich wette, die hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Ich werde mich mal umsehen. Nette Spielsachen sind genau mein Ding. Wenn es der Schlafplatz ist, um den Sie sich sorgen, dann seien Sie beruhigt, denn ich werde die Hälfte von Ihnen mit auf den Planeten nehmen, sobald wir uns eingerichtet haben. Und was Manieren angeht, ich habe Sie nicht ausgewählt, weil Sie gut mit anderen auskommen. Es gibt einen guten Grund, warum das 163. auch die Reaper nennt. Diese Männer haben sich ihre Spuren verdient, als sie während der Unabhängigkeitsaufstände auf der Erde die blutige Drecksarbeit für uns erledigt haben. Sie sind die kaltblütigsten Killer, die man je gesehen hat. Und sie sind meine Absicherung, dass nichts schieflaufen wird. Okay. Hier brauche ich wieder irgendeine Schlüsselkarte, as always. Himmel, hier war jemand im Blutrausch. Überall liegen abgetrennte Köpfe rum. YouTube liebt abgetrennte Köpfe. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wenn die Leichen noch hier sind, dann müssen auch die Waffen da sein. Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Haben wir einen neuen Anzug? Nee, ne? Leider nein. Oh, da knuspert schon irgendjemand. Oh no, my friend. Stop it. Hey. Das nenne ich Arbeitseinsatz. Gott, hasse ich diese Viecher. Ich wollte doch nur in Frieden einen Text lesen. So, finde ich ihn jetzt jemals wieder? Eine Woche später, ich war über und über besudelt mit menschlichen Exkrementen, die zu Hautausschlägen führten. Ich hatte es geschafft, ich war bereit. Ich hätte es kommen sehen sollen. Sie machten ein Bild von mir und zeigten es überall rum. Sie sagten, die einzige Möglichkeit, ein Reaper zu werden, sei, wenn alle von ihnen auf mysteriöse Weise sterben würden und ich der Einzige wäre, die ihren Platz einnehmen könnte. Dann musste ich packen. Ich wurde zur Arbeit in den Gruben degradiert. Ich halte es meiner Entschlossenheit und Arbeitseinstellung zugute, dass ich nicht aufgebe. In der Nacht kehrte ich in ihre Kaserne zurück und ging zu ihren Betten. Heimlich, still und leise. Oh, das Wackeln nervt. Mit einem beherzten, schnellen Schlag rollten ihre Köpfe einer nach dem anderen davon.
zählte, während ich arbeitete. 3, 4 machte Kerben in meine Axt. 5, 6 nun konnten sie nicht mehr ablehnen. 7, 8, 9, 10 15 Köpfe später bin ich das 163. Die gefürchteteste Einheit des Scuff. Ich bin der Reaper. Okay, ist der Reaper hier noch am Leben? Mit dem Wackeln kann man ja kaum die Texte lesen. Warum war zu der Zeit das Screenshaking nur so verdammt hip? Im Moment spiele ich hier so ein bisschen oldschool wieder. Und... Wow, 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 wow. Ist ja gut, ist ja gut. Und dass der Screen am Shaken ist, das war irgendwie super beliebt zu der Zeit. Man kann es halt auch nicht ausstellen auf der PC-Version. Wow, 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 wow. Jetzt musst du aber rennen, Boy. Au! Ah, du blöde Sau. Alter, ist das übelst gestört, ne? Kommt hier was? I don't know. Stase. Hat er den einfach wieder übernommen? So, aber jetzt. Oh, wow! Holy moly! Ich habe, by the way, mal geschaut wegen Silent Hill. Ich habe es vor Weihnachten nicht mehr geschafft, mich darum zu kümmern. Und das Problem ist, die Musik, ja, ist wirklich übel. Also ich würde so gerne Homecoming spielen, habe ich ultra Bock drauf. Inventar voll. Moment, jetzt kann ich es wieder mitnehmen. Hätte ich ultra mega Bock drauf, nur die Musik, ich habe es mal so probeweise 5 Minuten aufgenommen. Die hat mich natürlich direkt gebimst. Ja, die wurde direkt von YouTube geclaimed. Und es ist auch nicht so, dass irgendwie jetzt da die Einnahmen geteilt werden oder die Einnahmen an jemand anderes gehen, sondern es ist wirklich direkt gesperrt gewesen. Also ihr könntet das Video nicht gucken. Ich guck mal, ob ich die Musik abstellen kann, weil das ist halt ein extrem geiler Soundtrack in Silent Hill Homecoming. Also es ist wirklich ein total unterbewertetes Spiel gewesen, meiner Meinung nach. Hier ist jede Menge Heilung. Wo muss ich denn hin? Muss dahin. Und das Problem ist halt, dass wirklich der Soundtrack, nicht nur irgendwie ein, zwei Stücke, die davor kommen, sondern der verdammte Soundtrack ist halt komplett geschützt. Oi, 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 oi. Hier ist wieder jemand hardcore durchgedreht. Und alle Leichen werden ja wiederverwertet. Außer Norton, den habe ich schon mal fachgerecht zerlegt, obwohl auch der kann potenziell wiederverwertet werden, wie wir wissen. Und er hatte statt Händen Knochenschwerter. Ich hoffe, es macht ihm nicht aus, dass ich ihn in ihre Richtung geschickt habe. Er wollte sie unbedingt wissen. Oh ja, dankeschön, Bot. Du machst das Leben lebenswert. So, also ja, ich arbeite dran, weil ich das schon gerne machen würde. Ich würde auch gerne Saw 2 nochmal let's playen, weil dann wäre Saw 1 auch re-let's played. Hätte ich auch irgendwie Bock drauf. Hier ist das Problem halt die extreme Gewalt. Saw 2 ist heftig, viel heftiger als Teil 1. Weil Teil 1 war nichts, aber ja, ihr wisst ja, YouTube ist von Jahr zu Jahr empfindlicher geworden. Schwierig alles. Leider alles sehr, sehr schwierig. So, wir lagern mal ein bisschen was zwischen. Also an sich habe ich sehr viele Spiele noch, die mir gefallen würden, die ich voll gerne let's playen würde. Aber es sind halt irgendwelche Schwierigkeiten immer damit. Sei es Musik, sei es Gewalt, sei es irgendwas anderes. Was echt nervt. Ich find's so abartig, du kannst einfach hier so einen Schädel
Moment, geht nicht mehr? Oh, das sind wirklich nur Dekoschädel. Kann ich hier durch oder werde ich gebrutzelt? Ja, das sind Fallen. Das sind Fallen. Boah. Noch jemand? Befehle. Was war das hier? Die Gehirnwäschezentrale? Ich muss sagen, ich finde, die Nebenmissionen haben schon echt gestörte Handlungsstränge, ne? Eigentlich ganz cool, die Idee. Niemand wird verschont. Wenn sie fertig sind, töten sie sich selbst. Töten sie sich selbst. Ihr Verstand kommt zu. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Gestört. Absolut wow. Gestört. Diese Typen hätten es mit einer kompletten Armee aufnehmen können. Sag mir bitte, dass du jetzt da verschwindest. Ja, ich sehe zu, dass ich einen Weg zurückfinde. Schienenbeschleuniger. Wow, Gott, was ist das denn hier für ein Ultra-Elite-Dude? Hey, heute werde ich aber viel geschmust. Heute wird aber richtig viel gekuschelt. Wir haben keine. Wow, wow, wow. Der schleicht sich einfach ran. Hey! It's raining dudes! Ich glaube, ich gehe nochmal zur Werkbank. Chef? Alter, wo ist er hin? Jetzt ist er hier plötzlich. Nein. So, kann man den Projektor irgendwie noch wegshooten? Sie bedauern nichts. Sie haben keine Ängste. Sie haben keine Ängste. Sie haben. Ob das wirklich funktioniert? Sie haben keine Freunde. Ob das wirklich funktioniert, dass man mich irgendwo an so einen Projektor festbindet, die Augen aufgerissen und mich einfach mal so 48 Stunden damit bestrahlt oder 72? Bin ich danach wirklich durch? Irgendwie würde ich es gerne wissen. Neu. Neu. Der Kompaktrahmen, der schwere Elite-Rahmen. Tesla-Kern, Telemetriebolzen, Überwachungsladung. Warum kann ich da unten nichts dran tackern? Warum geht das nicht? Kann ich das verwerfen? Ah, hier geht noch was ran. Überwachen. Telemetriebolzen. Tesla-Kern. Hydraulikantrieb. Okay, jetzt hat er auch vorne was zum Burnen. Schadensbooster. Säurebad. Ah, komm, Schadensbooster hier noch drauf. Dann. Bam. Mehr Schaden. Alright, das sind auch schon mal gute Sachen.
So. Was auch immer du bist. Was ich da zusammengeknödelt habe. Es ist böse. So, ich bin noch relativ voll. So. Herstellen. Bitte so eins. So. Daddy hat eine neue Bombe. Und es ist ein Flammenwerfer, yo. Kann jemand bitte mal sich hier opfern? Sie sind im Frieden mit sich selbst. Fühle ich nicht, Mann. Aber es soll ja sehr wichtig sein, mit sich selbst im Frieden zu sein. Okay, das war... Das war geil. Um Big Dick Energy zu bekommen, braucht man keinen Big Dick, sondern man muss im Frieden mit sich selbst sein, laut Studien. Oh, das ist ja super schnell. Autsch, Isaac, autsch. Da raucht die Kiste. Jetzt aber komm. Da! Oh, das ist ja wirklich auf die allerletzte Sekunde gewesen. Ach, wieder so eine alte Kühlkammer. Burn, bitch, burn. Schaden und Feuerrate. Noch irgendwas hier drin? Nö. Nö, aber ist auch immer gut. So, warten. Alles klar. Das war's dann wohl mit der Nebenmission. Ja. So, wo war denn jetzt nochmal hier? Warte, wo geht's hier lang? Okay, und dann wo geht's hier lang? Hier waren wir noch gar nicht. Irgendwo war doch ein Raum mit... Mit Stange. Mein kleines Quiz, Isaac, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Du denkst also wirklich, das ist die nächste Stufe der Evolution der Menschheit. Du armer, fehlgeleiteter Irrer. Außerdem, wenn das die nächste Stufe ist, dann verzichte ich irgendwie drauf. Ich meine, schau dir mal die Scheiße hier an. Nope, würde ich sagen. Nope, Alter, nope. Evolution not with me, my friend. Oh oh. Oh oh. Dann lieber mal da rein, ne? Ach ja, hervorragendes Spiel einfach, ne? Hervorragendes Spiel. Hatten wir jetzt nicht. Ja. Zack, zack, zack. Liefern wir mal ab. Ihr Gegnerlein kommet. Eben gerade dauernd irgendwelche Armeen und jetzt so chillig ruhig. Burn. Burn. Das ist eine geile Kombo. Säure und noch so ein Schock. Hat er sich gerade aufgelöst durch die Säure?
go away. Ah, nein, 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 nein. Don't touch me, man. Oh, sind das wieder viele von diesen Buslern. So. Artefakt habe ich gefunden. Was für eins? Ich bin in erster Linie Wissenschaftler und als solcher ist es meine Pflicht, in meinen Studien nicht zimperlich zu sein. Daher entschied ich mich auch, das kontrollierte Auftauen eines intakten Versuchsobjekts zu versuchen. Obwohl ich mir sicher bin, dass vielen seine Albernheit im Camp fehlen, erinnere ich meine Kollegen daran, dass PBT Private Freeman sich aus freien Stücken gemeldet hat, sich um das Versuchsobjekt zu kümmern, während wir im sicheren Schutz der Steuerkabine standen. Ich bin mir sicher, dass wir alle überrascht waren, als dieses uralte Gewebe Anflüge von Leben zeigte, als es erst einmal aus einer eisigen Umhüllung befreit war. Und niemand war überraschter, als der arme Private als ein zuvor nicht sichtbares Körperglied aus dem aufgetauten Kadaver hervorschnellte und in seine Brusthöhle eindrang. Es mag Private Freemans Ende gewesen sein, aber ich bin mir sicher, dass er glücklich wäre zu wissen, dass die Wissenschaft an diesem Tag einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Wer ist so dämlich wie Private Freeman? Ganz ehrlich. Wenn einer sagen würde, yo, willst du mal dieses merkwürdige Alien-Ding da ran, würde ich sagen, lass mich nochmal drüber nachdenken, nein. Sorry. Sorry, leider nein. Ich bin geschmeichelt, aber ich verzichte. Achtung, Ellie. Ah, ich seh's. So, warte mal, hier war noch was. Da vorne ist noch ein Audiolog, keine Sorge. Ich hatte ihn im Blick. Dr. Earl Serrano, Status-Update. Offenbar haben alle bisher gefundenen Exemplare einige überraschende Gemeinsamkeiten. Beispielsweise Kiemen und etwas, das ich für Schwimmblasen und einziehbare Flossen halte. Für ein gefrorenes Ödland erscheint mir das recht ungewöhnlich. Es sei denn, es war nicht immer gefroren. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieser Planet einst ein riesiger Ozean war und ein plötzliches Ereignis Blitzfrost auslöste, der alles im Eid einschloss. Also, ihr habt das Spiel ja schon durchgespielt und ich will euch natürlich jetzt nicht spoilern, ja, ich werde euch jetzt nicht die ganze Story leaken, aber was er damit sagen will ist, wegen Kiem und merkwürdige Wesen, dass hier natürlich auf dem Planeten auch mal ein hochentwickeltes Volk existiert hat. Das will er uns damit sagen. Ja, also ähnlich wie auf der Erde waren hier in den Genuss der Dienste eines T36 Ressourcensammlers kommen. Vorausgesetzt natürlich, sie haben ihre Steuern bezahlt. Ich habe meine Steuern bezahlt. Wirklich. Also hier, ähnlich wie auf der Erde, war eben eine entwickelte Lebensform. Was? Woher kommt jetzt der Schmusemann? Burn. Es ist die Mischung aus Säure und Feuer, die sie einfach nicht mögen. Die aber so verdammt sexy ist. So, alles tot. Alles tot. Also es ist echt interessant. Clark ist irgendwo da unten. Sucht weiter. Man kann also sagen... Kacke. Deine X-Shuttles fliegen in der Gegenpatrouille. Oh Gott. Lass dich bloß nicht blicken. Mach ich nicht. Hoffe ich. Also man kann also sagen, der Marker ist so eine Art Invasionstool, ein Vernichtungstool, was irgendeine hochentwickelte Spezies
auf Planeten verbuddelt, nur noch aktivieren muss, dann geht Chaos und Wahnsinn los. Und wenn alles vernichtet ist und die Konvergenz vollendet ist... Was? Wo? Wie? Wo? Da bin ich. Oh, Kacke! Funktioniert der Stase? Nö. Ja, und wenn die Konvergenz vollendet ist, dann... Muss ich da hin? Ich muss da hin. Dann kommt die große Säuberung, ne? Geht weiter zum nächsten Sektor. So, einmal rein hier. Wer zur Hölle ist das? Der Boogeyman. Der hier immer mal wieder so ein bisschen Stress macht. Ressourcensammler online. Die Kraft sich noch mehr Ressourcensammler? Es ist Clark! Es ist Clark! Aber... Wow. Schon krass. Alter, der hat ja wirklich alle Moves drauf. Schon krass, dass der Marker auch immer wieder neue... ...dass Singularitäten für Shockpoint-Antriebe durch Déjà-vus in Robotergehirnen erschaffen werden. Ich schätze, so müssen... Wow, wow. Neue Evolution hervorbringt. Alright. Here we go. Ah, damit könnt ihr nicht mithalten, ha? Huh? Ah, guckt ihr Scheiß aus der Wäsche raus. Schon irgendwie faszinierend. Immer wenn du denkst, jetzt hat der Marker alle möglichen Ausgeburten hervorgebracht, bumm, kommt was Neues. Und der Mensch dient eben nun mal zu der Vorlage. Der Hund dient als diese Vorlage und diese Wesen mit Kiemen, tja, die dienten wohl als eine völlig andere Vorlage. So, hier machen wir aber einen Break. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss.